Hey Leute, willkommen zu der nächsten Folge von God of War. Ihr seht, wir haben neue Waffen. Wir haben jetzt nämlich hier solche Schwerter und alle, die riesen God of War Fans sind, werden mich wahrscheinlich töten dafür, da ich dazu Schwerter sage. Es sind nämlich die Chaosklingen, oder? Ne, Quatsch. So heißt, glaub, die Fähigkeit, oder? Ne. Ich weiß nicht, warte. Waffe. Ja, hier, doch, das sind die Chaosklingen und das ist die Leviathan-Axt oder so. Okay, also wir haben jetzt die Chaosklingen. Und damit können wir solche Sachen machen. Weil anscheinend bringt unsere Axt gegen manche Gegner vielleicht nichts. So nehmen wir die, okay. Okay, das heißt... Nee. Ah, okay, mit links nehme ich die. Mit rechts nehme ich die Axt. Und wenn ich nochmal das drücke, mit da ich das ausgewählt habe, nehme ich die Faust. Okay, ich finde beides cool. Aber das Ding ist, mit der Axt können wir aktuell noch sowas machen. So eine Special-Fähigkeit. Cool, da. Und die haben wir auch noch. Da können wir gleich auf mehrere Gegner gehen, die in der Nähe sind. Und für die Schwerter haben wir noch nichts. Ich habe auch nachgeguckt, wir haben noch nichts freigeschalten. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen was machen und... Keine Sorge, Kinder sind zäh. Können jetzt mal hier gucken. Ich hab mir in seinem Alter den Kopf abgeschnitten, um mir als Augen. Okay, hier fehlen verschiedene Sachen. Ich guck gerade, was das alles bringt. Hier gehen die Runen runter, aber sonst gehen ein paar Sachen hoch. Das sieht aber, das sieht eh mega shit aus. Und die unteren Sachen kennen wir eigentlich schon. Ablenkzeit geht hoch. Guck mal, das ist auch nicht schlecht, aber da gehen die Runen wieder extrem runter. Ich weiß auch gar nicht mehr, was die bringen. Überall geht halt auch ein bisschen stark was runter. Ich glaube, das lassen wir einfach mal. Armrüstung. Ich gucke da jetzt nur auf die Schnelle, keine Sorge, wir werden jetzt wieder minutenlang hier rummachen. Ich gucke nur ganz kurz, was das hier alles ist, aber hier fehlen uns auch diese schwelende Glut überall, damit wir das machen können. Ja gut, die meisten Sachen ziehen uns eigentlich nur extrem runter. Axtknauf, guck mal, da gehen auch so viele Sachen runter. Ja, das bringt ja nichts, also überall Minus und ein bisschen Plus. Bringt rein gar nichts. So, Talisman haben wir hier noch. Da würden wir nur Upgrades bekommen, aber da fehlt uns auch wieder die Glut. Hier geht Vitalität runter. Guckt mal, ja, das Einzige, der was bringen würde, und den können wir gerade nicht machen. Schade, da fehlen uns echt noch ein paar Ressourcen. Chaosklingen, fehlt uns eine Chaosflamme, damit wir hier den mal upgraden können. Und bei der Axt, die können wir upgraden. Weil wir eine Frostflamme haben. Machen wir einfach. Plus 15 Stärke. Sehr cool. Ja, das wird auch gut was bringen. So, Brustrüstung. Die könnten wir verbessern. Guck mal, die geben eh komplett Minus. Ja, weil die sieht eh ganz cool aus. Tun wir mal verbessern. Machen wir uns ein bisschen stärker mal. Armrüstung könnten wir hier verbessern. Wird auch... Guck mal, wir sind jetzt eh in einem neuen Abenteuer, was jetzt beginnt. Ohne unseren Jungen. Deswegen müssen wir jetzt einfach uns mal hier ein bisschen upgraden. Weil ich glaube, sonst wären die Gegner echt ein bisschen zu hart. Wir haben nicht unseren Unterstützer. Das ist ein bisschen traurig irgendwie auch. Wenn Junge nicht da ist. Okay, wir graden jetzt erstmal hier alles ab. Jetzt bin ich doch ein bisschen beschäftigt mit Upgraden. Aber das gehört dazu, oder? Ja, das gehört einfach dazu. Ansonsten hier, guckt mal, das wird auch nur Plus geben, wenn wir den verbessern. Zwar nicht so viel. Vitalität geht halt hier sehr runter. Ich glaube, ich lasse das jetzt einfach mal sein. Hier haben wir die Runenangriffe, die wir verbessern können, wo uns aber auch die Ressourcen fehlen. Alles sind... Boah. Irgend so ein Atem, ist ja mega krass. Und... Ja. Es gibt auch echt... Also es gibt sehr viele coole Angriffe, muss man schon sagen. Erhöht Vitalität, erhöht Ablenkzeit. Guckt mal, das erhöht hier vieles. Was bringt denn Glück nochmal? Vitalität, Ablenkzeit, Glück. Warte, Glück um 10. Den kaufe ich. So. Ich weiß nicht, ob ich den noch ausrüsten muss, den Zauber, oder... Ich kenne mich echt ein bisschen zu wenig aus in God of War, dafür, da ich das Spiel schon lange spiele, ne? Beim zweiten Teil muss ich echt mal ein bisschen aktiver spielen und nicht so lange Pausen immer machen. Danke Brock übrigens.
Weil jetzt haben wir uns echt schon wieder ein paar Minuten damit beschäftigt. Deswegen verlieren wir jetzt keine Zeit und machen direkt weiter. Müssen wir hier lang? Denke schon, oder? Was wird uns so erwarten? Oh, wir müssen reisen. Uns erwartet jetzt ein Kapitel ohne unseren Jungen. Ich denke mal, das wird auch ein paar Folgen in Anspruch nehmen. Jetzt, da Freya dir die Weltenrune nach Helheim gegeben hat, müsste es auf dem Aber immerhin Tisch haben wir liegen. Kopf, der mit uns redet, sonst wäre das echt ein bisschen ruhig. So. Komplett neues Land oder kennen wir das? Ihr müsst wissen, die letzte Folge war für mich jetzt schon lange her. Deswegen, das wurde wahrscheinlich alles letzte Folge gesagt. So. Vanaheim, Welt nicht verfügbar. Odin hat den Zugang verhindert. Drehen wir mal. Jütunheim. Jütunheim. Alfheim. Welt vorübergehend nicht verfügbar. Welt verfügbar. Müssen wir nach Helheim? Ich weiß nicht. Svartalfheim. Asgard, da will ich hin. Okay, wir können eh zu keiner Welt. Ja, schaut, die sind alle gesperrt. Oder Odin hat den Zugang verhindert. Wir können nur zu einer Welt. Deswegen ist, glaube ich, klar, wo wir hin müssen. Okay. Aber echt cool. Mit unserem Bifröst. Hieß doch so, oder? Mit dem man hier reist. Aber mega Spiel und es kommt bald der zweite Teil. Ich habe heute den zweiten Teil vorbestellt. Für 80 € oder so. Die normale Edition. Was schon teuer genug. 80 €. Und ich bin mega gespannt. Aber dafür müssen wir noch den ersten Teil fertig spielen. Ich habe noch ungefähr 3 Monate Zeit. Das ist noch ein gutes Stück. Aber. Ja. Müssen wir auch noch hinbekommen. Wie sieht jetzt dieser Ort aus? Ich bin ein bisschen gespannt. Ich habe ein bisschen Angst. Ich fühle mich so unwohl ohne Junge. Der weiß nicht. Junge fehlt irgendwie. Okay. 400 Meter müssen wir jetzt eh laufen. Ja, hier wird erstmal Block sein, oder? Ich halte dir den Rücken frei. Danke. Ja, komm halt mal mit. Lass mich diesen Moment nutzen, um dir zu sagen, dass das, was du Oh. vorhast, nicht mal Oh, Odin nee. kann. Oh, was ist es? Ich hoffe, die Klingen funktionieren. Ach, du. Die Oh. Brücke, die Freya erwähnte? Nein, wir sind noch auf der Weltenreisebrücke. Nicht Wir so suchen schön, der unsere Mutter, Bereich. verdammt! Über sie gelangen die Toten in ihr endgültiges Zuhause, in die Stadt Helheim. Zugang überwachen zu gehen, müssen wir voll Aua. dieser Brücke. Sie müsste uns direkt zu. Warte, ne. Ich glaube, wir müssen mit denen machen, oder? Warte, bringt die Axt was? Ich hatte gehofft, Nimm mal kurz die Axt in die Hand. Hallo? Er nimmt sie gar nicht in die Hand, okay. Okay, wir werden jetzt einfach mit den Klingen ein bisschen Action machen. Wenn wir die schon haben. Ah, okay, das war dumm. Zack, zack. Ey. Die sind schon ein bisschen aggressiv, ne? Ah, die Klingen sind schon krass, ne? Ich denke mal, die meisten feiern eher die Klingen als die Axt. Die Axt ist für mich ein bisschen ikonisch, aber an die Klingen muss man sich auch erstmal gewöhnen und wenn wir da Fähigkeiten bekommen, dann wird die bestimmt mega sein. Ihr kennt euch bestimmt eh besser aus als ich. Nachdem ich das Spiel so spät spiele, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ist. Weil es ist echt mega, es ist eins meiner Lieblingsspiele auf jeden Fall. Es ist großartig, verdient Game of the Year geworden, auch wenn ich Red Dead Redemption ebenfalls mega feier. Und der zweite Teil, der wird auch Weltklasse, ne? So, ich kann. Oh, stimmt, die Klingen haben ja so ein Brandding. Ja, ich kann jetzt einfach Bereiche mit den Klingen machen. Boah, sind die aggressiv. Boah, wie die auf mich springen. Boah, die machen ja hier richtig Salto, ey. Die Power Rangers greifen mich an. Guckt euch an, wie aggressiv. Zack, 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 zack. Okay, die halten zum Glück nicht so viel aus, aber die sind sau aggressiv. Okay, Achtung, hier haben wir noch eine Kiste. Nehmen wir mal eben mit. Und weiter geht es. Oh. Ah. Oh, gerade ein Oi. Ja. Die werfen da die ganze Zeit Speere auf mich, ne? Geh weg. Ah.
Was ist denn hier los? Was sind das für Viecher, Eddie? Zack, zack. Zack. Nein. Wie die immer auf mich springen wollen, ne? Ich muss da echt aufpassen. Oh, da stimmt was nicht. Hier sollten nur die Rabe gestorben sein. Es sind zu viele. Das Tor muss geschlossen sein. Und wenn das Tor geschlossen ist, ist Hel überfüllt. Ohne die Walküre, die sie sortiert und auswählt, ist gruselig. Warte, war hier noch was? Ich war, oder? Ich weiß nicht. Ja. Den Heilstein, den nehme ich auf jeden Fall mit. Hier ist noch einer. Und dann öffnen wir mal hier die Tore. Reicht es noch nicht? Jetzt aber. Ich muss mal kurz durch. Ist ein bisschen unheimlich mit euch, aber... You're welcome. Was haben wir hier noch? Ah, da können wir ja gerade nichts machen. Noch nicht. Was jetzt? Kann ich nicht einfach hier wieder? Nee. Okay. Wir haben einen alternativen Weg. Die Musik auch immer, ne? Also, dieses Gott-Ding-Feeling, das ist. Es ist schon krass, finde ich. Mit der Musik. Diese auch dunklen Orte, ne? Ich finde das schon krass. Also, das Game ist echt der Wahnsinn. Kann ich auch immer wieder nur mich wiederholen. Oh mein Gott. Ich dachte zuerst, da kommt ein Boss, aber. Das sind normale, unnormale Gegner. Oder? Angriff! Ah, fuck. Hey. Junge, hör darauf! Könnt ihr aufhören? Das ist Mobbing gerade. Ja, was ist denn mit euch? Kann ich? Ja, Achtung, den Eimer habe ich jetzt mal Hits gegeben. Ne, es bringt nichts. Junge, muss ich hier mega auf Taktik jetzt spielen oder was? Ich habe einen Hit bisher hinbekommen. Einmal durch die Mitte und... Ich check nicht, was die von mir gerade wollen. Hier! Greift mich an! Okay. Ja. Das ist die einzigste Taktik gerade, das ist echt schlimm. Ach komm. Ja. Jetzt habe ich dich. Nein. Ah, ja. Ah, komm, direkt noch ein paar hinterher, ne? Jetzt wird mir hier noch alles an. Ich weiß gar nicht, was das gerade bringt. Da müssen wir gleich lang. Oh, oh nee. Keine Art, ne? Ah, das war ein guter Hit. Und jetzt bringen wir es zu Ende. Nice. Noch mehr, oder? Ne, passt. Okay, also bei denen... Man muss echt warten, bis sie angreifen. Die sind echt fies. Ah, die habe ich schnell unter Kontrolle gebracht. Und hier haben wir noch eine Kiste. Die nehmen wir gerne mit. Voll geht auch schon 15 Minuten. Ne? Das ist krass, wie die Zeit vergeht. Okay. Guck mal ganz kurz hier noch. Da geht's auf jeden Fall runter. Ja, gehen wir erstmal kurz hier hoch. Als wir die Häscher bei meinem Haus getötet haben, kamen sie hierher? Wie sind sie so schnell zurückgekehrt? Ja, ist die Frage, wie kommen alle Leute so schnell hierhin, außer wir? Von allem, was die Welt der Geister betrifft. Wie das Licht von Alfheim. Ganz im Gegenteil, der Seelensee fühlt sich... Ach, guck mal, da hinten sind Leute. Da oben ist jemand.
Tut mir leid, das wenn ich den da oben laufen sehe, fühle ich mich wie bei Prince of Persia. Kennt ihr das Game? Habe ich vor 10 Jahren gefühlt gespielt. Und ich bin gerade mal 19. Ich kann Objekte ver... Aua! Ich komme nicht ran. Oder es bringt nichts. Es bringt einfach nichts. Ist jetzt mal gut, Leute. Mein Gott. Okay. Bringt es nichts, wenn ich so gegen Gegner mache, oder was? Ist auf jeden Fall ein gruseliger Bereich. Aber mir wurde gerade angezeigt, ich soll das machen. Nein, nein, nein. Ja. Und wer bist du? Gib mir mal eine Klinge. Okay. Ja, das kann ich nicht blocken. Habe ich ein bisschen spät realisiert. Nee. Die haben halt eine gute Range, die Klingen. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Junge, wollte mich gerade. Kann gerade nicht. Hip. Zack, zack, zack. Zack. Ja. Na. Oh Gott, das war gefährlich. Komm jetzt ab. Zack. Jawohl. Dieses Valhall. Oh. Liegt es in Hel? Noch irgendwo ein Hallstein? Hier kann ich gleich weiter. Aber sonst sehe ich nichts. Was hat das jetzt eigentlich gebracht? Weiß nicht. Verbrecher. Ja. Und jene, die durch Krankheit sterben, Unglück, Alter. Es Mann. Ist unehrenhaft, alt zu werden. Okay. Aber die Axt kann ich gar nicht mehr auswählen aktuell. Da, ich drück die Taste, es geht nicht. Ne, geht einfach nicht. Hier komme ich nicht durch. Ja, hier kann ich laufen. Da oben ist eine Kiste. Muss ich das öfter machen? Ja. Ah, guck mal, jetzt könnte ich hier hochgehen, um eine Kiste zu holen, oder? Guck mal. Ist halt schon echt seltsam ohne Junge. Muss ich ehrlich sagen. Ohne Junge fehlt was. Können die Toten Midgard verlassen, wenn wir den Brückenwächter töten? Das glaube ich nicht. Obwohl es die Sache wohl auch nicht schlimmer machen würde. Es ist ein Hindernis weniger für die Lebenden, um das Innere zu erreichen. Ist das jetzt der Hauptweg? Aber wer ich glaube, das ist der Hauptweg. Ja, dann wartet mal kurz. Ich dachte, das wäre nur so ein Nebenweg, um die Kiste zu holen, aber dabei ist da der Nebenweg, oder wie? Oder kommen wir daher? Nee. Also wir sind ja ein bisschen runter... Nee. Ich glaube, das passt schon. Gehen wir mal kurz hier hoch. Ach so, man kann da gar nicht lang. Ja, sieht doch unmöglich aus, da lang zu gehen. Ja, dann... Dann egal. Vielleicht kommen wir daher. Ich glaube, wir kommen daher. Okay, dann gehen wir weiter. Oh, das Ding habe ich gar nicht gebraucht. Okay.
Guck mal da hinten. Hey, was da? Ne, die machen ja nichts, ne? Die laufen da nur einfach. Heilstein. Guckt mal da hinten. Aber dafür brauchen wir Junge. Und Junge ist nicht da. Ja, schaut mal. Also das können wir anzünden. Ja, und da brauchen wir Junge. Ohne Junge geht sonst nichts. Schade, kein Junge da. Ach so, ich habe die Axt irgendwo gelassen. Ups. Das ist jetzt peinlich. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Aber hätte ja sein können, dass ich die Axt nicht erreichen kann, weil... weil ich die Klingen nehmen soll. Okay, wir sind aber bald oben, glaube ich. Glaube ich. Glauben ist nicht wissen. Die Brücke der Verdammten. Und da der Wächter, der dafür sorgt, also die, wo da laufen, sind die Verdammten. Und gegen den Wächter kämpfen wir gleich, oder? Das Totem enthält eine mächtige Quelle magischer Energie. Brücke der Verdammten. Selbst. Aber was du willst, ist sein Herz. Hol es dir, dann können wir gehen. Hm. Wie? Fang einen Streit an, das kriegst du doch hin. Also gegen... ich wollte gerade sagen, wir machen es in der nächsten Folge. Was für nächste Folge? Was für nächste Folge? Ey! Du! Oh fuck, ach na, oh nö. Du bist doch auch einfach nur ein Riese, oder? Was macht der denn? Nicht gut. Jetzt können wir mal ein bisschen attackieren. Wir machen es heute mal mit den Klingen. Bringt die Axt aber was? Scheiß auf die Axt, der teleportiert sich nur. Wir bleiben auf Nahkampf, weil der tut sich nur teleportieren. Der bringt es gar nichts, auf Fernkampf zu gehen. Konzentration. Boah. Wie auch immer der mich da getroffen hat. Aber ich erkenne seine Taktik. Achtung, er greift jetzt an. Oh, okay, ich erkenne doch nicht seine Taktik. Zack. 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 Und jetzt kann ich angreifen. Okay, ja, ist gut. Das hätte nicht sein müssen. Die Kugeln darf man auch nicht berühren. Ich habe es verstanden. Das weich mal einfach aus. Kannst wieder deine Moves machen. Ja. Zwei da. Einfach ausweichen. So. Ja, die Kugeln sind da gefährlich. Aber wir machen jetzt einfach mal ein paar Angriffe. Mhm. Mhm. Die sind immer gleich. Der macht immer so diese 3-4 Angriffe, diese Kugel ist. Warum habe ich so wenig Leben? Das macht viel zu viel Schaden. Ich muss ganz kurz durch. Danke. Alles gut, ich muss nur ein bisschen hier rumlaufen. Hi. Oh. Das war knapp. Okay. Mhm, erster, zweiter, dritter und vierter. Und Angriff. Hö! Wo kam er denn her? Das muss ich glaube blocken einfach. Na, warte, es geht auch zur Seite. Da war doch gerade ein Heilstein, oder? Guck mal, ich greife ihn jetzt einfach an. Hi,
Ah, er schickt seine Compadres. Das ist gar nicht so ein leichter Bosskampf. Also, schwer ist er jetzt bis... Okay, er hat noch so viel Leben, ich sag mal gar nichts. Was macht der eigentlich gerade? Kugeln, Kugeln, da sind Kugeln. Boah, ey. Boah, ey, was macht er denn mit mir? Meine Kumpel können doch jetzt auch nichts machen. Achtung, ich gehe einen Schritt zurück. Nee. 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 Ja, Kugeln sind jetzt nervig im Weg. Guckt euch an, die Kugeln sind so nervig. Wie kann man denn die Kugeln umgehen? Achtung, er macht Sachen. Achtung, er wirft. Nochmal. Und jetzt greife ich den da. Hallo. Was ist das für ein Sch... Wie oft willst du ihn noch holen? Ich dachte, der Kampf geht schneller. Und jetzt kommt wieder sein... Der Typ bricht mich auf. Bringt meine Axt was? Ne, die bringt gar nichts. Der Typ regt mich auf. Er tut aber seine eigenen Leute gefährden. Oh! Regt mich offiziell extrem auf. Das war ganz schlecht. Lass mich ganz kurz, lass mich ganz kurz, lass mich ganz kurz, lass mich ganz kurz, lass mich länger. Du Arschloch! Heilige Scheiße. Oh. Alles in Ordnung? Nein. Und alles gut? Ja, macht wieder seine Scheiße. Kugeln. Ah, Junge, ist der schön. Darf ich dein Herz mal ansaugen? Ja, nicht mehr so viel. Kann ich nicht übertreiben. Bringt mir ja gar nichts. Hey, ich bin sowas von ausgewichen. Hilfe.
Leute, ich habe kein gutes Gefühl gerade. Kugeln. Ja. Das war schlechtes Timing. Muss ich den Kampf jetzt von neu machen? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, ich muss ihn nochmal machen.